Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wir freuen uns heute, mit euch die Serie fortführen zu dürfen, liebe Geschwister, über die wunderbare Geschichte des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wir haben schon, alhamdulillahi rabbil alamin, einige Teile hinter uns, aber nochmal, wie ich das immer versprochen habe, versuchen wir jeden einzelnen Teil oder jeden Teil, den wir machen, zu einem eigenständigen Unterricht zu machen, sodass die Leute, die auch später dazu gestoßen sind, dass sie nicht viel verpassen. Und wir wollen heute, wie versprochen, liebe Geschwister, über den Islam von Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu und von Hamza ibn Abdul Muttalib radiallahu anhum ajma'in sprechen. Eine wunderschöne Serie, denn dies ist es wichtig, dass wir auch unsere Vorbilder kennen, dass wir diejenigen kennen, die dem Propheten sallallahu alaihi wasallam geholfen haben, seine Botschaft zu überbringen, und die uns dabei geholfen haben, den Islam richtig zu verstehen, und die wahre Männer, und ich sage es, wahre Männer, keine Feiglinge gewesen sind. Allah azza wa jalla hat sie ausgesucht, er hat sie erwählt, dass sie dieser Botschaft zum Sieg verhelfen, und er wusste, subhanahu wa ta'ala, der Erhabene, wen er dafür bestimmt, und er wusste, wen er dafür nicht bestimmt. Das ist der Vorzug dieser großartigen Sahaba, radiyallahu anhum wa arda'hum. Und wir werden, inshallah ta'ala, natürlich nur ein paar Auszüge aus der Sira von diesen großartigen Gefährten des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, nennen. Zuvor wollen wir den Besten nach dem Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, behandeln. Und das ist ohne Zweifel Abu Bakr al-Siddiq, radiyallahu anhu wa arda'hum. Abu Bakr al-Siddiq war nicht irgendeine Person. Und der Name von Abu Bakr al-Siddiq, natürlich Abu Bakr im Arabischen, wenn wir Abu sonst was nennen, wie zum Beispiel Abu al-Bara, das heißt, ich bin der Vater von al-Bara. Deswegen heiße ich Abu al-Bara. Und wenn jemand jetzt zum Beispiel einen Sohn hat, der Anas heißt, dann heißt er Abu Anas. Und wenn jemand einen Sohn hat, der zum Beispiel Taha heißt, dann heißt er Abu Taha. Und wir wollen heute, inshallah ta'ala, diese Sache genauestens erklären, liebe Geschwister, damit ihr auch im Bilde seid. Ich weiß, dass wir Araber euch immer herausfordern mit Begriffen und arabischen Wörtern, die euch manchmal ein bisschen schwerfallen. Aber nichtsdestotrotz ist das wichtig auch, dass wir dieses im Rahmen der Geschichte lernen, bi'idhnillah ta'ala. Abu Bakr al-Siddiq hat ja einen richtigen Namen gehabt. Wer kennt den Namen von Abu Bakr al-Siddiq? Radiyallahu anhu arda. Bevor ihr antwortet, dass dieser Name sehr unbekannt ist. Er ist bei den meisten Leuten unbekannt. Vielleicht hast du ihn richtig genannt. Sein Name ist Abdullah ibn Uthman. Radiyallahu anhu arda. Das ist Abu Bakr al-Siddiq. Natürlich, wir kennen ihn alle unter Abu Bakr al-Siddiq. Jeder Muslim kennt ihn unter Abu Bakr al-Siddiq. Und Abu Bakr al-Siddiq, sprich Abdullah ibn Uthman, radiyallahu anhu, war eine der führendsten Persönlichkeiten nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sogar hat er den Vorzug gehabt gegenüber allen anderen Gefährten. Nochmal, er hatte einen Vorzug gehabt gegenüber allen anderen Gefährten. Lasst uns dieses vom Propheten sallallahu alaihi wasallam hören, welchen Vorzug er hatte. So sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, und die Überlieferung ist bei Tirmidhi, und Tirmidhi sagt selber, die Überlieferung ist Hassan Gharib, und Sheikh al-Albani rahimullah ta'ala hat sie als Sahih klassifiziert in Sahih al-Tirmidhi. Er sagte alaihi salatu wassalam über Abu Bakr: ما عرضت الإسلام على أحد إلا كانت له عنده كبوة أو تردد غير أبي بكر فإنه لم يتلعثم. Er sagt, عليه الصلاة والسلام, es gibt keine einzige Person, bedeutet unter allen Sahaba, رضي الله عنهم أجمعين, denen ich den Islam vorgeschlagen habe, denen ich den Islam vorgestellt habe, außer dass bei jedem eine gewisse Kabwa vorhanden. Was heißt Kabwa? Das heißt, liebe Geschwister, er hat gezögert. Mehr, weniger, er hat gezögert. Er sagt, alayhi salatu wassalam, außer bei Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu, er hat
sofort den Islam angenommen. Er war überzeugt vom Islam und hat ihn sofort angenommen. Und das zeichnet ihn aus gegenüber allen anderen Gefährten des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam. Welche Stellung für ihn? Eine Stellung, die ihm gebührt. Und wir sollten wissen, liebe Geschwister, Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu hat ja einen Beinamen as-Siddiq. As-Siddiq, richtig, bedeutet der Wahrhaftige. Viele Geschwister kennen leider nicht, weil er Abu Bakr kein Rapper ist oder weil er kein Schauspieler ist oder weil er kein Sänger ist, kennen sie nicht diesen Beinamen as-Siddiq. Und den hat er sich verdient, wahrlich verdient. Eines Tages, und das war noch in der Anfangszeit des Prophetentums, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ein Ereignis bekommen, wir kommen später dazu, bi'idhnillah ta'ala, wo Allah azza wa jal ihn erhoben hat. Erhoben hat, subhanallah, auf einer Nacht- und Himmelsreise, die von Allah azza wa jal ein Geschenk gewesen ist. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er ehrt, wen er will. Und er hat den Gesandten sallallahu alaihi wasallam dieses nach einer gewaltigen Prüfungsphase ermöglicht. Wir kommen später dazu, bi'idhnillah ta'ala, wenn wir über dieses Ereignis sprechen. Nichtsdestotrotz hat der Gesandte sallallahu alaihi wasallam an diesem Tag mehrere tausend Kilometer hinter sich gelegt. Wie? In einer Nacht? In einer Nacht. Allah? Allah. Allah ist in der Lage, alles zu tun. So wurde er erhoben, alaihi salatu wassalam, zu Baitul Maqdis. Und dort traf er die Propheten und er betete vor, alaihi salatu wassalam. Und hier, liebe Geschwister, sollten wir über dieses Ereignis Bescheid wissen. Als der Gesandte sallallahu alaihi wasallam darüber befragt wurde, so haben die Qurayshiten angefangen, sich darüber lustig zu machen. Und sie sagten zu ihm, ja Muhammad, wenn wir jetzt unsere Leute zusammenrufen, wirst du die Geschichte genauso erzählen, ohne etwas wegzulassen, wie du sie uns erzählt hast? Er sagte, ich erzähle nichts außer die Wahrheit. Und dann kam dieses Geschehen. So haben sie die Leute versammelt und haben natürlich eine sehr große, gewaltige Hoffnung gehabt, dass die Leute jetzt anfangen, an diesem Propheten zu zweifeln und ihm den Rücken zu kehren und mit dem Islam nichts mehr zu tun haben. Und in der Tat gab es Leute, die nicht den Glauben hatten von den starken Persönlichkeiten. Und sie haben, als sie die Geschichte gehört haben, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam innerhalb von einem Tag so viele tausend Kilometer hinter sich gelegt hat, so sagten sie, das kann nichts als Lüge sein. Und sie haben den Islam verlassen. Wal'iyadu billah. Sie haben den Islam verlassen, obwohl der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Wörter mit seinem eigenen Mund gesprochen hat. Und natürlich haben die Mekkaner darauf gehofft, die Qurayshiten, dass sie auch die anderen davon überzeugen können. Vor allen Dingen Persönlichkeiten wie Abu Bakr as-Siddiq und andere. Und Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anh, als er über dieses Ereignis informiert wurde, so sagte er, hat der Gesandte sallallahu alaihi wasallam dieses erzählt? Hat euch Muhammad sallallahu alaihi wasallam das so erzählt? Sie sagten zu ihm, genau so hat er es erzählt. Dann sagte er, in kana qad qal faqad sadaq. Wenn er es so gesagt hat, dann hat er die Wahrheit gesprochen. Sie haben nicht damit gerechnet, dass Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu arda an diesem Tag diese Botschaft bestätigen wird und vor allen Dingen dieses Ereignis bestätigen wird, wo viele der früheren Muslime dafür den Islam verlassen haben. Allah, er befestigt, wen er will, und er lässt in die Irre gehen, wen er will. Also wurde Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu befestigt und so hat er diesen Beinamen bekommen, as-Siddiq. As-Siddiq bedeutet der Wahrhaftige. Und wahrlich, Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, er wurde auch im Koran genannt, nicht mit Namen, aber der Tafsir, die Erklärung gibt es her. So heißt es in einer Ayah, liebe Geschwister, والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. Und derjenige, der mit der Wahrheit gekommen ist, das ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich sehe, du machst nicht die Salawat. Das ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der mit der Wahrheit gekommen ist. Das ist eine Ayah aus dem Koran in Surat Az-Zumar. Und derjenige, der diese Wahrheit angenommen, bestätigt hat, ist in der Erklärung des Tafsir Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu arda. Was für eine große Ehre, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn im Koran erwähnt hat, liebe Geschwister. Und noch mehr, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu arda. Höre, was er sagte, und das ist eine Überlieferung, die uns ein Stolz im Herzen bringt, wer unsere Vorbilder gewesen sind. Es ist nicht, damit du mich genau verstehst, ein Steven Seagal oder ein Dr. Dre
oder 50 Cent oder 50 Cent kein Euro wert. Es sind die Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Und Ali radiallahu an, er schwor. So wird berichtet von Hakim ibn Sa'id, radiallahu an, dass er berichtete: Sami'tu Aliyan radiallahu anhu arda yahlifu billahi la anzalallahu isma Abi Bakr min as-sama'i as-siddiq. Er sagte, ich hörte Ali radiallahu an, wie er schwor, dass er mit Sicherheit bestätigt hat, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Namen As-Siddiq, der Wahrhaftige, vom siebten Himmel herabgesandt hat für Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu arda. Und diese Überlieferung, liebe Geschwister, ist ebenfalls überliefert bei Al-Bazzar und bei Ibn Asakir rahmatullah alayhim ajma'i. Das bedeutet, dass Abu Bakr as-Siddiq eine Persönlichkeit war, wo nicht jeder seinen Rang erreicht hat. Abu Bakr as-Siddiq hatte einen Vorzug gegenüber allen anderen Gefährten, liebe Geschwister. Und Allah Azza wa Jal hat ihn wahrlich geehrt. Und ich möchte euch nur darauf hinweisen, warum hat Abu Bakr as-Siddiq diesen Beinamen bekommen? Er war Siddiq. Er war der Wahrhaftige. Als ob ich euch gerne etwas berichten möchte, dass so viele Muslime in dieser heutigen Zeit Lügner durch und durch sind. Lügner durch und durch sind. Und noch schlimmer, sie lügen nicht nur unverschämt, sie schwören dabei auf ihre Lüge. A'udhu billah. Möge Allah Azza wa Jal unsere Herzen reinigen, dass es Leute gibt, die sich der Umma von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zuschreiben und nichts anderes als Lügner sind. Es gibt eine Überlieferung, liebe Geschwister, über diejenigen von den Engeln, die den Thron Allah subhanahu wa ta'ala tragen. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, und die Überlieferung wurde von Ibn Hajar al-Asqalani als authentisch klassifiziert, er sagte uns, dass es Engel gibt, die den Thron Allahs azza wa jalla tragen. Und einer von diesen Engeln wurde wie folgt beschrieben: Seine Füße sind in der untersten Erde. Das bedeutet, es gibt sieben Erdschichten und nur Allah weiß, wie tief die Erde ist. Seine Füße sind in der untersten Erde und auf seiner Schulter ist der Thron. Allahu Akbar. Das bedeutet, er ist so groß über die sieben Himmel hinaus. Seine Füße sind in der Erde und er selber, seine Größe geht noch über die sieben Himmel hinaus und auf seiner Schulter ist der Thron. Und dieser Engel sagt, Subhanak ma'a'zamak. Gepriesen seist du, ja Allah, wie gewaltig du bist. Was sagt Allah Azza wa Jal als Antwort? Allahu Akbar. Allah Azza wa Jal antwortet, dieses weiß nicht eine Person, der in meinem Namen lügt. Allahu Akbar. Dieses weiß eine Person nicht, wie gewaltig ich bin und wie ich ihn zur Rechenschaft ziehen werde. Dieses weiß eine Person nicht, der in meinem Namen lügt. Wirst du aufhören mit dem Lügen? Möge Allah Azza wa Jalla unsere Herzen reinigen und uns sofort mit der Lüge aufhören lassen. Denn wie übel und wie hässlich sich eine Person damit macht, dass er ein Lügner ist, zumal er dieser Religion folgt, der Religion der Wahrhaftigkeit. Und eine Persönlichkeit, die wir gerade genannt haben, Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, der nie gelogen hat. Und Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu in seiner vorislamischen Zeit, höre zu, hat niemals eine dieser unreinen Götzen angebetet, die die Mekkaner, die die Qurayshiten angebetet haben, die Götzendiener. Er war frei von diesem Schirk. Er war frei davon, dass er Allah azza wa jalla etwas zur Seite gestellt hat. Und das ist die Gnade von Allah azza wa jalla, dass er schützt vor dem Übel, wen er will, und dass er in die Irre gehen lässt, wen er will. Und Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, obwohl in dieser Zeit, der Mekkaner, der Alkohol ganz normal verzehrt wurde, ganz normal getrunken wurde, hat nie zuvor einen einzigen Schluck Alkohol getrunken. Was für eine Ehre für diesen großartigen Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat unter den Männern niemanden mehr geliebt als Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu arda. Und das ist die Auszeichnung für ihn. Und er war auch der Erste, der das Khalifat angetreten hat, nachdem der Gesandte sallallahu alaihi wasallam gestorben ist. Möge Allah azza wa jal mit Abu Bakr as-Siddiq wohlgefällig sein. Und wir sagen das auch einem jeden Neider, der Abu Bakr as-Siddiq hasst,
nur weil er seine Stellung nicht akzeptieren will. Und weil er nicht akzeptieren will, was Allah Azza wa Jalla für ihn bestimmt hat, so soll er wissen. So soll er wissen, dein Neid wird dir deine Religion nehmen. Und dein Neid wird dich in einen üblen Abgrund stürzen. Möge Allah Azza wa Jalla diese Person recht leiten. Allahumma amin. Abu Bakr as-Siddiq, als er radiallahu anh, den Islam angenommen hat, subhanallah, so war er eifrig dabei, diese Botschaft zu verbreiten. Und er ließ nichts an Zeit vergehen, außer dass er die Leute zum Guten gerufen hat. Und du weißt schon, worauf ich hinaus möchte. Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anh, hat gleich in seiner Anfangszeit 6 Personen, nein, ich möchte nicht nur Personen sagen, 6 Persönlichkeiten vom Islam überzeugt, die alle 6 zu den Leuten gehören, denen Allah Azza wa Jal das Paradies versprochen hat, während sie noch auf dieser Erde gelebt haben, während ihnen aber schon dieses Paradies versprochen wurde, wo sie ewig im Jenseits leben werden. 6 Personen hat er überzeugt. Wer waren sie? Das war einmal Uthman ibn Affan radiallahu anhu. Uthman ibn Affan radiallahu anhu. Und das war einmal Abdurrahman ibn Auf. Und das war Az-Zubair ibn al-Awwad. Und das war Sa'd ibn Abbas und Talha ibn Ubaidillah und auch Abu Ubaida ibn al-Jarrah. Diese 6 Persönlichkeiten, wir haben schon bereits ihre Geschichten erzählt. Wer will, kann diesen Namen eintippen, den Namen von diesen Sahaba und unseren Namen auch ebenfalls eingeben bei YouTube. So wird er die Geschichte von diesen großartigen Persönlichkeiten finden. Diese 6 Leute sind alle im Lohnbuch von Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. Sie sind alle 6 Paradiesbewohner. Sie haben das Paradies in dieser Dunya schon verkündet bekommen. Und daher, liebe Geschwister, solltet ihr wissen, welche Gnade das ist, dass du jemanden zum Islam bringst und dieser wird ein besonderer Diener Allahs Azza wa Jal, vielleicht ein Waliullah, ein nachstehender Diener Allahs Azza wa Jal. Und wie großartig ist deine Belohnung gegenüber Allah Azza wa Jal, wenn eine Person so viel an guten Taten macht. Dieses steht alles in deinem Lohnbuch. Und wenn einer auch nur durch unsere Hände den Islam annimmt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, die Überlieferung ist von Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, er sagte zu ihm, ja Ali, wenn Allah Azza wa Jal eine Person durch deine Hand recht leitet, so ist das besser als ein Dutzend roter Kamele. Und jeder, der sich mit Kamelen auskennt, weiß, dass rote Kamele einen besonderen Wert haben. Wir haben heutzutage teure Autos wie Ferrari, Lamborghini. Das ist nichts im Vergleich. Rote Kamele, wie oft hast du einen roten Kamel gesehen? Sie haben einen unermesslichen Wert, dass du jemanden zum Islam leitest, ist bei Allah Azza wa Jal besser, als dass du so ein Dutzend, bedeutet ein Dutzend voll 12 solcher roter Kamele besitzt. Möge Allah Azza wa Jal uns die Kraft geben und uns die Weisheit geben und das Wissen geben, die Leute zum Islam mit der richtigen Methodik zu bringen. Allahumma amin. 6 Gefährten hat er zum Islam gebracht. Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu warda. Das war nur ein Ausschau aus seiner kurzen Sira. Er war der Beste nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und dieses belegt eine Überlieferung, als einmal eine Frau zum Gesandten sallallahu alaihi wasallam kam und ihn fragte, ja Rasulallah, wen soll ich nach dir fragen, wenn du nicht mehr da bist? Das heißt, wenn Allah azza wa jalla deine Seele genommen hat, er sagte Abu Bakr as-Siddiq. Und das ist ein Hinweis, wie die Gelehrten sagen, dass hier schon klar war, wer der Nachfolger sein wird vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dann kommen wir, liebe Geschwister, zu der Sira, zu dem Lebenslauf von Umar ibn al-Khattab radiallahu anh. Ihr solltet wissen, Umar ibn al-Khattab war einer, der die Muslime am meisten geschadet hat. Er hat die Muslime abgrundtief gehasst. Wann auch immer er die Gelegenheit bekam, ihnen etwas anzutun, so hat er ihnen auch etwas angetan. Und Umar ibn al-Khattab war eine sehr starke Persönlichkeit. Er war auch körperlich sehr stark gewesen, weswegen ihn viele Leute gemieden haben und sich erst gar nicht mit ihm angelegt haben. Dieser war in seiner Jahiliya, in der vorislamischen Zeit, einer der größten Feinde gegenüber dem Islam. Subhanallah, Umar ibn al-Khattab, über den wir heute lesen, Fürst der Gläubigen oder der Führer der Gläubigen. Wie kann jemand, der vorher so eine erniedrigte Stellung bei Allah Azza wa Jal gehabt hat, weil er den Islam und die Muslime gehasst und bekämpft hat,
Wie kann dieser zu einer Stellung kommen, wo die Muslime ihn allesamt mit Namen kennen und sie ihn alle lieben? Und wann auch immer Umar radiallahu anh erwähnt wird, so freuen sich unsere Herzen und wir können es kaum ersehnen, dass wir mit Umar ibn al-Khattab, bi'idhnillahi samil alim, im Paradies sitzen und mit ihm darüber reden, wie er in dieser Welt gelebt hat. Möge Allah Azzawajal uns das ermöglichen, dass wir mit dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam und mit seinen treuen Gefährten zusammensitzen im Paradies. Allahumma amin. Höre diese Geschichte, die erzählt wird, liebe Geschwister, von Amir ibn Rabi'a. Amir ibn Rabi'a radiallahu an, er berichtet von seiner Mutter an Ummihi Leila. Sie sagte, qalat, kana Umaru ibn al-Khattab min ashadd an-nas alayna fi islamina. Sie sagte, Umar ibn al-Khattab, Leila radiallahu anha, Umar ibn al-Khattab war derjenige, der am härtesten uns gegenüber war, am schlimmsten uns gegenüber war. فَلَمَّا تَهَيَّأْنَا لِلْخُرُوجِ إِلَىٰ أَرْضِ الْحَبَشَةِ جَاءَنِي عُمَرْ إِبْنُ الْخَطَّابِ وَأَنَا عَلَىٰ بَعِيرِ أُرِيدُ أَنْ تَوَجَّهِ. So sagte sie, als wir uns vorbereitet haben, die Hijra zu vollziehen nach Al-Habasha, bedeutet nach Abyssinien, so kam Umar ibn al-Khattab zu mir an diesem Tag, während ich auf meinem Reittier saß. Und so sagte er, Aina ya Umma Abdullah, wohin geht die Reise, o Abdullah? Sie sagte, Adaytumuna fi dinina, ihr habt uns sehr viel Übles in unserer Religion angetan. Fanadhhabu fi ardillah haythu la nu'dha fi ibadatillah. So werden wir auswandern, auf der Erde Allahs Azza wa Jal, wo uns niemand mehr etwas antut und uns mit unserer Ibadah, mit unserem Gottesdienst gegenüber Allah Azza wa Jal in Ruhe lässt. Er sagte, qala sahibukum Allah. Allah ist euer Begleiter, das heißt, Allah Azza wa Jal ist mit euch. Thumma dhahaba, dann ist er gegangen. Faja'ani zawji Amir fa'akhbartu, so habe ich ihm gesagt, Umar radiyallahu anhu arda, er ist weichherzig geworden. Sie hatte das Gefühl, er ist weichherzig geworden. Warum? Weil Umar ibn al-Khattab fragt sie einfach, obwohl er die Muslime gehasst hat, wohin des Weges. Sie sagte zu ihm, wir werden auswandern nach Al-Habasha, nach Äthiopien, dem heutigen Äthiopien. Er sagte zu ihr, Allah ist mit euch. Er ist sozusagen euer Gefährte. Was sagte der Mann zu ihr? Er sagte, höre zu, hast du wirklich die Hoffnung, dass Umar den Islam annimmt? Sie sagte, naam, ich habe die Hoffnung, dass Umar den Islam annimmt. Dann sagte er zu ihr, Wallahi la yuslimu hatta yuslima himarul khattab. Bei Allah, Umar wird nicht er den Islam annehmen, bis zuvor sein Esel den Islam annimmt. Bis zuvor der Esel von Umar ibn al-Khattab den Islam annimmt. Bedeutet, Umar ist so sturköpfig und er ist jemand, der dieses niemals akzeptieren würde. Er würde seinen Esel den Islam annehmen, bevor Umar ibn al-Khattab den Islam annimmt. Und das natürlich, das sind harte Worte, weil ein Esel ist bekannt, dass er nicht der Schlauste ist. Und so hat er dieses Beispiel geprägt, dass er der Esel von Umar ibn al-Khattab den Islam annimmt, bevor Umar ibn al-Khattab den Islam annimmt. Und diese Überlieferung ist bei Tabarani, liebe Geschwister, und sie ist authentisch. Subhanallah, Umar ibn al-Khattab hat tatsächlich ein weiches Herz bekommen. Und als er ein weiches Herz bekommen hat, hat er den Islam angenommen. Wie also kann er den Islam annehmen? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat Allah azza wa jal gebeten, dass Allah einen der beiden Umar, zwar Amr und Umar, den Islam annehmen lässt und damit den Islam stärkt. Einen von den beiden. Und zwar Amr ibn Hisham, das ist Abu Jahl, und Umar ibn al-Khattab ist der großartige Gefährte des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und in der Tat hat Allah azza wa jal das Bittgebet vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erhört. Und so ist Umar ibn al-Khattab ein Muslim geworden. Liebe Geschwister, es wird eine Geschichte erzählt, dass Umar ibn al-Khattab eines Tages zu seiner Schwester nach Hause ging, weil er erfahren hat, dass sie den Islam angenommen hat. Und als er zu ihr hereinkam, war sie mit ihrem Mann und sie hatten ein Stück oder eine Nusra, eine Kopie vom Koran. Und dort drin haben sie gelesen und den Koran studiert.
Und als er erfahren hat, dass sie Muslima geworden ist, dann hat er ihren Mann geschlagen. Und als sie ihren Mann verteidigen wollte, hat er auch sie geschlagen. Diese Überlieferung, die erzählt wird, ist nicht authentisch, obwohl sie so bekannt und so berühmt ist. Und fast jeder auf der Minbar sie erzählt und fast jeder, der ein Geschichtenerzähler ist, sie erzählt. Diese Überlieferung ist nicht authentisch, sondern das, was wir erzählt haben, diese Überlieferung ist authentisch, liebe Geschwister. Hören wir Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Wie kann es sein, dass jemand, der so hartherzig war, den Islam angenommen hat? Und das ist eine Lehre für uns alle und vor allen Dingen für die Prediger, dass man niemals die Hoffnung verliert, dass Leute, die harten Herzens sind, und wir erwähnen sie gleich bei dieser Gelegenheit, die AfD-Wähler. Harte Herzen bis zum geht nicht mehr. Und das sehen wir auch anhand dessen, was sie uns senden. Und wie sie den Islam mit übelsten Wörtern beleidigen. Möge Allah Azzawajal diese Leute recht leiten. Wenn sie so sterben, wissen sie, wo ihr Ausgang ist. Aber auch solche Hartherzigen, und wir haben sogar Geschichten gehört von AfD-Mitgliedern, die den Islam angenommen haben. Ihr wisst Bescheid? Ihr wisst Bescheid. Sie haben den Islam angenommen, obwohl sie den Islam mit jeder Phase ihres Herzens gehasst haben. Wie ist das dazu gekommen? Allah leitet recht, wen er will. Und wenn eine Person, der selbst hartherzig gewesen ist und dem Islam den Rücken zugekehrt hat, in einem Moment der Wahrheit, sich unterwirft und bereit ist, dieser Wahrheit zu folgen, dann wird Allah Azza wa Jalla ihn recht leiten, ganz gleich, was er zuvor getan hat. Wenn er auch 100 Menschen zuvor getötet hat, Allah Azza wa Jalla Subhana, er ist bereit, den Islam von dieser Person zu akzeptieren. Warum? Weil Allah Azza wa Jalla gehört diese Religion. Nicht du und ich bestimmen, wer in diese Religion hereinkommt. Wenn es nach uns gehen würde, würden wir sagen, vielleicht für diese unverschämten und abscheulichen, übelstuenden AfD-Wähler, niemals wollen wir ihnen die Gelegenheit geben, dieser Religion beizutreten. Aber das ist nicht meine und deine Meinung. Das ist nicht unsere Angelegenheit, sondern das ist die Angelegenheit von Allah Azza wa Jalla. Und so lässt er sogar Leuten aus ihrer Reihe den Islam annehmen, damit er ihnen zeigt, dass Allah Azza wa Jalla die Herzen in der Hand besitzt und dass Allah Subhanahu wa Ta'ala einen jeden recht leitet zu diesem Weg. Und ich liebe diese Ayah im Koran al-Karim, damit wir uns auch mit dem Koran etwas beschäftigen. Allah Azza wa Jalla sagt im Koran, وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ. Hätte Allah in ihnen, bei den Dienern, etwas Gutes gefunden, wenn es auch sehr wenig ist, so hätte er sie wahrlich hören lassen, bedeutet verstehen lassen, und er hätte sie recht geleitet zu diesem Weg. Subhanallah. Yani, was kann eine Person alles an Übel gemacht haben und trotzdem leitet Allah Azza wa Jalla ihn recht? Trotzdem leitet Allah Azza wa Jalla ihn recht, weil er ist derjenige, der immer bereit ist, die Reue seiner Diener anzunehmen. Höre, was er uns Wunderschönes im Koran sagt. ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا. Daraufhin hat Allah sie zur Reue gelenkt, damit sie bei ihm bereuen. Allah verhilft diesen Diener, weil er sie nicht bestrafen will. Allah verhilft ihnen zur Reue, dass sie bereuen für ihr vergangenes Leben, was sie gemacht haben, und dafür, dass sie den Islam und Allah und den Gesandten gehasst haben. Daraufhin hat Allah sie zur Reue gelenkt, damit er diese Reue von ihnen annimmt. Derjenige, der sie dorthin gelenkt hat, und sie wären niemals in der Lage, diese Reue zu vollziehen, wenn Allah sie nicht dazu gelenkt hätte, so lenkt er sie zu dieser Reue, um sie anschließend anzunehmen. Was für ein gewaltiger Rabb, ein gewaltiger Herr, den wir haben. Möge Allah uns alle Sünden vergeben und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu dem besten Weg leiten. Allahumma amin. Der Islam von Umar hat eine große Bedeutung gehabt, liebe Geschwister. Wisst ihr, dass die Muslime zu diesem Zeitpunkt sich nicht getraut haben, zur Kaaba zu gehen, um die Kaaba zu umrunden? Eine großartige Ibadah, ein großartiger Gottesdienst. Sie haben sich nicht getraut. Und sie haben sich nicht getraut, dass sie an der Kaaba sitzen und dort den Islam studieren. All dieses wurde ihnen verwehrt von den Qurayshiten. Aber als Umar ibn al-Khattab den Islam angenommen hat, höre, was Al-Bukhari überliefert von Abdullah ibn Mas'ud. So sagt Abdullah ibn Mas'ud radiallahu an, مَا زِلْنَا أَعِزَّةً مُنْذُ أَسْلَمَ عُمَرْ. Wir sind voller Stolz und haben weiter diesen Stolz, dass Umar den Islam angenommen hat. Der Islam hat mit Umar einen gewaltigen Stolz bekommen. Allahu Akbar. Was für eine große Persönlichkeit Umar ibn al-Khattab war. Seitdem haben sich die Muslime auch getraut, an der Kaaba zu beten, an der Kaaba
ihren Koran zu lesen und miteinander den Islam auszutauschen und vor allen Dingen die Kaaba zu umrunden. Dieses ein Dank von Allah, dieses zum, als Dank dafür, dass Allah subhanahu wa ta'ala Umar recht geleitet hat und die Muslime dadurch stolzer und mutiger geworden sind. Welche Persönlichkeit Umar ibn al-Khattab doch gewesen ist, liebe Geschwister. Und subhanallah, es wird überliefert, in manchen Überlieferungen, jedoch sind sie nicht authentisch, dass Umar ibn al-Khattab die Leute herausgefordert hat, weil er auch so eine körperliche Stärke hatte und weil er auch angesehen war unter den Qurayshiten. Er sagte zu ihnen, ihr sollt wissen, dass ich den Islam angenommen habe. Und wer auch immer möchte, dass seine Mutter ihn an diesem heutigen Tage verliert, so soll er kommen und mit mir den Kampf beginnen. Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu arda. Und dieser großartige Gefährte ist auch nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam der zweite Khalif gewesen. Umar ibn al-Khattab, so sagte Hudhayfa zu ihm, ja Amir al-Mu'minin, la ba'sa alayka minha, inna baynaka wa baynaha baban mughlaqan. Er sagte zu Umar ibn al-Khattab, Hudhayfa radiyallahu anhu, du solltest wissen, es werden so viele, der Hadith ist etwas länger, ich habe ihn abgekürzt, es werden so viele Fittern sein, so viele Versuchungen sein, du solltest dir aber hier keine Sorgen machen, o Führer der Gläubigen, denn zwischen dir und diesen Fittern ist eine Tür, die für immer zu ist. Zwischen dir und diesen Versuchungen ist eine Tür, die immer zu ist. Bedeutet, wenn diese Tür geöffnet wird, dann werden uns alle Versuchungen erreichen. Aber wenn diese Tür geschlossen bleibt und du bist diese Tür, Hudhayfa hat ihnen das nicht direkt gesagt, aber er meinte ihnen, du bist diese Tür, so sollst du wissen, dass solange du lebst, diese Tür geschlossen bleibt zu diesen Versuchungen, zu diesen Fittern. Aber wenn du stirbst, dann wird diese Tür aufgebrochen und alle Versuchungen kommen zu uns herein und wir werden es sehr schwer haben mit diesen Versuchungen. Das war die Stellung von Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu wa arda. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns mit den edlen Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wa sallam versammeln. Und die letzte Persönlichkeit, über die wir reden, ist Hamza ibn Abd al-Muttalib, radiyallahu anhu wa arda. Alhamdulillah, Allah hat uns einen Sohn geschenkt, den wir auch Hamza genannt haben. Möge Allah subhanahu uns viele Kinder schenken, die wir mit den Namen der Sahaba benennen und nicht mit Jojo und Momo. Und diese Namen, die uns heute geläufig sind, unter den Muslimen, die leider nicht den vollen Stolz für ihre Religion haben und für die Sahaba, radiyallahu anhu. Hamza ibn Abd al-Muttalib, Hamza war ein sehr mutiger Mann. Ein Mann, der ein gewaltiges Aussehen hatte und ein Mann, der auch sehr mutig war. Er hat sogar Löwen in der Wüste gejagt. Allahu Akbar. Wer? Hamza, radiyallahu anhu arda. Und er war der Onkel des Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Er blieb manchmal tagelang in der Wüste und jagte dieses und jenes. So mutig war er gewesen. Subhanallah, vielleicht wenn wir ein Gewehr in der Hand hätten, würden wir uns nicht mal herantrauen an einen Löwen. Hamza bin Abd al-Muttalib, radiyallahu anhu, jagte diesen Löwen mit der eigenen Hand. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm wohlgefällig sein. Und Hamza war jemand, der sein Leben gekostet hat. Er hat getrunken und er hat Übles getan, wie das in der Zeit der Mekkaner bekannt war, liebe Geschwister. Er ist sehr viel seinen Gelüsten gefolgt. Aber eines Tages hat sich ein Ereignis ereignet. Und zwar, diese Überlieferung ist nicht vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, sondern von Sahaba radiyallahu anhu, wir nennen das Mawqufan, liebe Geschwister. Sie berichteten, dass eine Frau an diesem Tag zum Propheten, dass eine Frau an diesem Tag zu Hamza ibn Abd al-Muttalib kam und sie sagte zu ihm, weißt du, was heute passiert ist? Als er fragte, was passiert ist an diesem Tag, sagte sie zu ihm, Abu Jahl kam zum Sohn von deinem Bruder, das bedeutet zu deinem Neffen, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und er hat ihn auf übelste und hässlichste Weise beschimpft. Und dann hat er ihn auf heftigste Weise im Gesicht geschlagen. Als Hamza davon erfuhr, radiyallahu anhu arda, ist er auf 180 gegangen und er hat sofort Abu Jahl aufgesucht. Als er an die Kaaba kam, saß Abu Jahl mit seinen Gefährten an diesem Tag. So sagte Hamza ibn Abd al-Muttalib,
hast du heute meinen Neffen geschlagen? Und Hamza radiallahu an holte sofort aus mit der Hand und schlug Abu Jahl ins Gesicht. So heftig, dass er fast davon gestorben wäre. Denn Hamza bin Abdul Muttalib war ein ganzer Mann. Und als er ihn geschlagen hat, hat er sein Schwert gegen ihn erhoben. Und er war dabei, ihn noch Übleres anzutun, bis die Leute ihn beruhigt haben. Und Abu Jahl selber sagte zu den Leuten, bleibt ruhig, denn in der Tat habe ich seinen Neffen heute auf übelste Weise beschimpft. Und Hamza bin Abdul Muttalib, er sagte dann zu Abu Jahl, und subhanallah, das hat Allah Azza wa Jal so aus ihm herausgebracht. Er sagte, beleidigst du meinen Neffen, während ich seine Religion habe? Er wusste selber nicht, wie er diese Worte gesagt hat. Sie kamen. Und subhanallah, liebe Geschwister, das haben wir auch oft erlebt, dass Allah Azza wa Jal uns manchmal Dinge sprechen lässt, wo wir im Nachhinein uns sagen, warum haben wir das gesprochen? Aber zu diesem Zeitpunkt, in diesem Moment, waren es die besten Wörter, voller Weisheit sogar. Allah leitet zu den guten Wörtern, Allah leitet zu den guten Taten, was auch immer du möchtest. So sagte er zu ihm, du hast meinen Neffen beschimpft, während ich, wa ana ala dini, während ich seine Religion habe, wehe dir, dass du so etwas nochmal machst. So haben sich die Leute um Hamza gelöst und sie sind ihren Weg gegangen, weil sie wussten, niemand legt sich einfach so mit Hamza ibn Abdul Muttalib an. Denn ihr solltet wissen, liebe Geschwister, die Qurayshiten waren Feiglinge gewesen, die Mekkaner, die Götzendiener. Sie haben die Leute am meisten bestraft und gequält und misshandelt und getötet, die überhaupt keine Person hinter sich hatten, die keinen ehrbaren Stamm hinter sich hatten, weil so konnten sie sich an ihnen austoben. Aber wenn sie wussten, dass Leute einen Stamm hinter sich haben und Leute angesehen waren unter dem Volk, wie Abu Bakr al-Siddiq, wie Umar ibn al-Khattab, wie Hamza, radiallahu anhum ajma'in, dann haben sie diese Sache mit Vorsicht genossen, weil sie wussten, dass danach viel Blut vergossen wird. Und so haben wir die Geschichten von diesen großartigen Sahaba erzählt. Möge Allah Azza wa Jal mit ihnen barmherzig sein, uns vor allem Übel bewahren. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa barak lau fikum wa jazakum allah khairan für euer gutes Zuhören.